Mein Name ist Therese Frank, ich bin Rechtsanwältin in Wien und habe meine eigene Kanzlei. Und ich mache vor allem Versicherungsrecht, Vertragsrecht und eigentlich alles, wo sich Leute in die Haare kriegen und streiten und man vor Gericht muss. Ich habe aus meinen zwei letzten Rückschlägen in meinem Beruf Folgendes gelernt. Ich war 10 Jahre in einer Großkanzlei und ich wollte dort einfach aufsteigen, Partnerin werden, mehr werden, aber es gab keinen Weg für mich nach oben. Und dann musste ich eben die Entscheidung treffen, dass ich dort weg muss. Und das war extrem hart für mich und hat mein Ego sehr angeknackst. Und ich habe das als einen herben Rückschlag empfunden, aber dann habe ich mir gedacht, okay, suchst du dir was anderes? Dann habe ich nichts anderes gefunden, weil irgendwie eine Mutter, weiß ich nicht, wollte niemand haben. Und dann habe ich gesagt, okay, das waren jetzt wirklich zweimal wirklich Rückschläge, jetzt machst du es halt selber und gründest deine eigene Kanzlei. Und das habe ich dann gemacht mit 0 Mandanten, mit nichts. Und habe seit 2 Jahren mache ich das jetzt und muss sagen, ich bin super happy, es passt viel besser zu mir. Und was ich daraus gelernt habe, ist einfach, auch wenn du irgendwie ein Problem hast und einen Rückschlag hast, du kannst wirklich was daraus lernen und es türzt sich eine neue Chance auf, die du sonst nicht gehabt hättest. Ich bin mit dem Thema Homeoffice folgendermaßen umgegangen. Ich war eigentlich nicht gewohnt, daheim zu arbeiten. Ich hatte kein ordentliches Setup und dann kam eben von einem Tag auf den anderen die Notwendigkeit, dass du zu Hause arbeiten musst und mein Computer ist kaputt gegangen, genau an dem ersten Tag. Und dann habe ich mir noch schnell einen neuen besorgt, da waren sie noch lieferbar. Und Gott sei Dank konnte der IT-Techniker alles einrichten und ich habe mich jetzt wirklich daran gewöhnt und finde es super, weil man einfach auch von daheim flexibler ist und ich mache es jetzt einfach so, dass ich sage, einen Tag gehe ich in die Kanzlei, wenn es sein muss, den anderen Tag arbeite ich von daheim und ich finde auch für so die bessere Flexibilität und die Einteilung macht es einfach total Sinn, wenn man auch daheim irgendwie die Möglichkeit hat, ordentlich zu arbeiten. Warum bin ich MEDEF-Mitglied geworden und was finde ich am WDF so nützlich? Ich bin eigentlich total zufällig zum WDF gekommen. Ich war bei einem Neujahrsempfang in der französischen Botschaft von einer anderen Organisation und das WDF hatte dort auch gleichzeitig den Neujahrsempfang. Und irgendwie war die Rede fürchterlich langweilig und ich bin halt dann so herumspaziert und habe eine Gruppe junger Leute gesehen und habe mich dazugestellt und es war ein sehr lustiger Abend. Und dann bin ich dann draufgekommen, ja, das ist das YLF, die junge Sektion vom WDF und dann bin ich gleich Mitglied geworden, weil es einfach so witzig war. Und ich bin jetzt auch Vorstandsmitglied, schon seit über einem Jahr beim YLF in Wien und organisiere da Veranstaltungen. Macht mir auch einfach sehr viel Spaß, dieser Austausch mit anderen Leuten. Und was ich jetzt am WDF speziell so toll finde, ist, dass du ein bisschen aus deiner Bubble ausbrechen kannst. Es gibt einfach coole, motivierte Leute aus den verschiedensten Branchen, die zusammenkommen. Und so schafft man es irgendwie ein bisschen auch mal eine andere Welt zu sehen, andere Sicht der Dinge. Und dafür ist es echt super.